Ja, ich begrüße Sie zu meinem Vortrag Rechnen mit Fiktion, Leibniz und kein Ende. Virtuell, wie Sie sehen, im Hintergrund aus gegebenen Anlass aus der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel natürlich, sozusagen Leibniz-Bibliotheksprojekt. Allem voran aber erstmal einen ganz großen Dank für die Einladung im Rahmen dieser Morphomata-Vorlesungsreihe Praxeologien im Vergleich, vergleichende Praktiken vorzutragen. Dabei möchte ich mich zunächst ganz nachdrücklich bei Anja Lemke bedanken, die mich vor einiger Zeit eben zur Planung eines gemeinsamen Workshops eingeladen hat, wiederum im Zusammenhang mit ihrem Forschungsprojekt zum Thema Kontingenz, Möglichkeit und Roman und der sich der Zuschnitt meines Vortrags heute auch verdankt. Dann aber auch nicht weniger emphatisch bei Joachim Haast, dessen, wie ich finde, sehr inspirierende Vorlesungsreihe den zweiten entscheidenden Anstoß gegeben hat für das, was ich heute vorstellen möchte. Und was wiederum aus meinem eigenen Arbeitsgebiet Mikrologien des Wissens erwachsen ist, in dem es um Wissenskulturen des Kleinen und der Singularien geht und in dem nicht zuletzt der Zusammenhang von Infinitesimalkalkül und Praktiken des Exzerpierens eine Rolle spielen. Um Vergleiche wird es heute indirekt auch gehen, jedenfalls insofern Praktiken in verschiedenen Bereichen zur Diskussion stehen. Also Praktiken, die alle mit dem Infiniten, mit dem Kontingenten und Fiktion und Fiktion, das sage ich gleich vorab, in einem weiteren Sinne zu tun haben. Vorab sollte ich auch noch sagen, dass es nicht sofort, aber dann im Laufe des Vortrags eine PowerPoint-Präsentation geben wird und dass dankenswerterweise Lea Kreuzburg das auf ihrer Seite steuern wird. Und ihr sowie auch Frau C. Schnetzler gebührt übrigens ebenfalls ein ganz großer Dank für die Hilfe mit den technischen und organisatorischen Vorbereitungen. Vielen Dank. Aus einem Abgrunde habe es ihn gezogen, erklärt Leibniz in einer oft übergangenen und erst posthum veröffentlichten kleineren Schrift zum Thema Freiheit und Kontingenz von 1689, als er begonnen habe, jene Möglichkeiten, die weder sind noch sein werden, genauer in Augenschein zu nehmen. Denn wenn es Mögliches gibt, welches nie zur Existenz gelangt, so tun sich neue Wege auf denen nichts Geringeres als das Problem der Freiheit einer glücklichen Lösung zugeführt werden kann. Denn dann ist das Existierende in seiner Seins- und Erscheinungsweise keinesfalls notwendig und damit auch nicht bis ins Kleinste determiniert, sondern kontingent. Allein auf diese Weise ließ sich der Sturz in den Abgrund des Determinismus abwenden. Und genau diese für Leibniz vielleicht wichtigste Erkenntnis gewinnt er, wie er selbst notiert, nicht zuletzt aus den Erdichtungen, den Fabulae, wie sie sich in Romanen finden. Werden diese doch auch dann an sich für möglich gehalten, wenn sie in der existierenden Reihe des Universums zu keiner Verwirklichung kommen? Eine Bestätigung für diese Denkweise habe schließlich die Mathematik geliefert, und zwar das Infinitesimalkalkül oder genauer die Beschaffenheit der sogenannten Infiniti. Aus dieser bei Leibniz als epistemischem Umbruch inszenierten Zusammenführung von Dichtung und Mathematik ergeben sich nun eine Reihe folgenreicher Bezüge und neuer Praktiken. Denn in dem Moment, in dem Fabulae und Infiniti in Zusammenhang gebracht werden und daraus folgend auch die Materie und das Wissen von ihr als kontingent erscheinen, erweist sich jeder Zugang zur Welt als stets nur vorläufig und unabdingbar einer prozessualen Zugangsweise unterworfen, bei der ein Ende nicht abzusehen ist. Anders gesagt, entstehen bei Leibniz aus einer komparativen Epistemik, die Dichtung und Mathematik zusammenführt, neue Formen im Umgang mit dem Infinitesimalen selbst und damit auch neue Praktiken der Verwaltung von kontingentem Wissen. In meinen folgenden Beobachtungen und Überlegungen möchte ich dem Zusammenhang von Infinitesimalrechnung, Kontingenz und Fiktion in seinen verschiedenen Verästelungen, aber auch Verrätselungen bei Leibniz und in einem kurzen Ausblick in der Romantheorie von Blankenburg nachgehen. Genauer gesagt geht es mir um Praktiken der Abbreviation oder dessen, was bei Leibniz als Kompendium figuriert.
im Sinne der Praxeologien im Vergleich, ausgehend von einer genaueren Lektüre des genannten Textes zur Freiheit bzw. Kontingenz, steht für heute Folgendes auf dem Programm: das Differentialkalkül, die Sentenz und die geistige Übung bzw. die Exercitatio, dann die enzyklopädische Wissenskompilation und die Kunst des Exerpierens. Ja, und hier beginnt dann auch die PowerPoint-Präsentation. Warum aber sind es ausgerechnet die fiktiven oder fiktionalen Welten der Literatur, der Fabulae, wie eingangs zitiert, die Leibniz aus einer epistemischen Verlegenheit retten, ja einem Abgrund oder wörtlich einem drohenden Absturz? Precipitio heißt es nämlich im Text immerhin. Leibniz bringt es in der genannten kleinen Notiz, die als De Libertate Contingentia et Serie Causarum Providentia in die Akademieausgabe aufgenommen wurde und die den Zettel, die Zettelnummer 326 trägt, wie folgt auf den Punkt. Und jetzt kommt die erste Folie. Das heißt, diese erste Folie überspringen wir jetzt. Ich lese Ihnen das gleich in der deutschen Übersetzung vor. Frau Kreuzburg, Sie können zur nächsten Folie gehen. Und zwar aus der Übersetzung von Buchenau in der Ausgabe von 1906, die aus den endlosen Kettensätzen bei Leibniz den zitierten Auszug als einen Satz wiedergibt. Und das passt mir auch ganz gut. Und da hört sich das wie folgt an. Nun werden doch aber unleugbar manche Erdichtungen, das waren die Fabulas, wie wir sie in Romanen finden, Romanicorum steht da, an sich für möglich gehalten, obwohl sie in dieser bestimmten Reihe, also hac serie universi, des Universums, die Gott erwählt hat, keinen Platz finden. Wenn man sich nicht etwa vorstellen will, dass bei der unermesslichen Ausdehnung des Raumes und der Zeit irgendwo auch die dichterischen Gefilde Regiones Poetarum existieren, in denen König Artus und Amadis von Gallien und der sagenhafte Dietrich von Bern ein wirkliches Dasein führen. Leibniz kommt es hier zunächst darauf an, einem seinerzeit viel referierten Grundsatz von Descartes zu widersprechen, nämlich dem, dass die Materie sukzessive sämtliche Gestaltungen annehme, deren sie fähig sei. Alles Denkbare und Mögliche wäre kartesianisch gedacht existent. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich eine mögliche Gestaltung der Materie auch realisiere. Leibniz jedoch hat, wer weiß, womöglich die König Artus Romane gelesen und kommt zu einem anderen Schluss. Nicht alles, was möglich ist, findet seinen Platz in der Existenz oder genauer, wie es ja ausdrücklich heißt, in jener bestimmten Reihe des Universums, also jener Serie der Wirklichkeit bzw. Existenz zukommt, indem Gott sie gewählt hat. Der Begriff Serie oder Series ist hier entscheidend. Gemeint sind nämlich nicht einfach unendliche Reihen, sondern vielmehr unendliche Verknüpfungen. Schon Michel Serres konnte in seiner Doktorarbeit Le Système de Leibniz, Essai Modèle Mathématique, zeigen, dass bei Leibniz unter Serie, dass Serie oder eben auch tatsächlich Series, das wird mal so bei ihm verwendet, weniger die Reihung oder Kette verstanden ist, als vielmehr die in der Mathematik so bezeichnete unendliche Reihe oder Reihung, Reihen, aber als eine Art Réseau, ein Netz von unendlich vielen Bezügen, eine Tabelle oder Tafel mit infinit vielen Konnexionen. Serres hält den Serienbegriff, der auf die stoische Philosophie zurückgeht, für eines der maßgeblichsten und am profundesten revidierten Konzepte der Mathematik des 17. Jahrhunderts mit ihren Besonderheiten bei Leibniz. So erklärt er, dass eine Serie bei Leibniz zwar einerseits immer auch die Bedeutung einer durch ein Gesetz bestimmten mathematischen Reihe habe, aber eben auch zugleich die eines Aggregats, einer immer weiter multiplizierbarer Bezüge. Zitat Serres, und ich habe das jetzt selbst gleich schon ins Deutsche übersetzt, vielleicht ein bisschen ungeschickt, bei ihm ist das natürlich viel schöner. Zitat Serres, auf diese Weise durchsetzt die Serie das ganze System Region für Region. Es vervielfältigen sich die Welten, die Ideen, die Möglichkeiten, die Perzeptionen, die Perspektiven, die Baumblätter und die Wassertropfen.
Und man könnte hinzufügen die Datenblätter und Papierbögen, die Begriffe, die Tabellen selbst. Alles unterliegt einem Gesetz der gleichsam progressiven und wuchernden Kombinatorik, aufgefächert in einen endlos großen Raum. Wenn nun Leibniz in seiner genannten Notiz De Libertate Contingentia et Serie Causarum ausdrücklich die Serie ins Spiel bringt und meint, dass es Dinge gibt, die zwar möglich wären, gleichwohl in der wirklichen Serie der existierenden Welt keinen Ort gefunden haben, so ist damit nichts Geringeres gemeint als die Entdeckung, so Leibniz' eigene Inszenierung, von sich noch einmal unendlich vervielfältigenden Paralleluniversen, Serien von parallelen Möglichkeiten, die also möglich, aber dennoch nicht existent sind. Wie bei Borges in seinem Garten der Pfade. Also unendliche Verzweigung an allen möglichen Punkten. Möglich, weil sie mit den Gesetzen der Serien zwar übereinstimmen, das erklärt Leibniz immer wieder, andernorts vielleicht auch etwas deutlicher, und deshalb auch tatsächlich existieren könnten. Aber nur deshalb nicht existieren und auch nie existieren werden, weil sie nicht zu dem Besten gehören, also Gott zwar an sich zur Disposition stünden, jedoch weder ausgewählt wurden, noch sind, noch je werden. Aus eben diesen Zusammenhängen erklärt sich, warum Leibniz, nachdem ihn die fabelhaften oder imaginären fiktiven Welten der Romane überhaupt auf den Trichter gebracht haben, wenn ich das so burschikos formulieren darf, endlich zu seiner neuen und grundlegenden Erkenntnis gelangt ist. Und genau in diesem Augenblick, und auch hier schildert Leibniz seinen Erkenntnisvorgang als Narratio in einer weiteren dramatischen Wende, also genau in diesem Augenblick sei ihm die Mathematik zur Hilfe gekommen. Und hier kommt jetzt die nächste Folie. Da ist mir schließlich ein neues und unerwartetes Licht von einer Seite gekommen, von der ich dies am allerwenigsten erwartete, nämlich aus mathematischen Betrachtungen über das Wesen des Unendlichen. So heißt es in der Übersetzung nochmal von Cassira Buchenau, die allerdings an einem entscheidenden Punkt, wie ich meine, ja, vielleicht etwas anders übersetzt werden könnte. Also mit den bei Wesen des Unendlichen steht eigentlich De Natura Infiniti. Also es sind meiner Meinung nach eigentlich die die Zahlen gemeint, die Größen. Darauf komme ich gleich noch. Das wiederum hängt damit zusammen, dass Leibniz bereits zu diesem Zeitpunkt an das Prinzip der unendlich eingeschachtelten Welten glaubt. Ungenannt bleiben hier die Inspirationen, die er aus der Welt des Mikroskopischen und insbesondere seiner Begegnung mit Leeuwenhoek gewonnen hat, was ungefähr in die Zeit der Entwicklung des Infinitesimalkalküls fällt. In einem frühen Text heißt es darum auch, also in diesem frühen Text, den ich hier einer genauen Lektüre unterziehe, heißt es darum auch nur, also etwas beiläufig, wie Sie auf der nächsten Folie sehen können, wieder aus der Übersetzung von Buchenau, wie folgt. Nun muss man vor allem wissen, so Leibniz, dass alle Geschöpfe einen Stempel der göttlichen Unendlichkeit in sich tragen und dass dies der Ursprung der vielen wundersamen Dinge ist, die den menschlichen Geist in Staunen setzen. So gibt es zum Beispiel keinen noch so winzigen materiellen Teil, in dem nicht eine Welt unendlich vieler Geschöpfe vorhanden wäre und keine noch so unvollkommene geschaffene individuelle Substanz, die nicht auf alle übrigen einwirkte und von allen übrigen eine Einwirkung erführe. Das wiederum bezieht Leibniz nun auf das, was er Tatsachenwahrheiten nennt. Denn für ihn gibt es keine Wahrheit von individuellen Dingen, die nicht von einer unendlichen Reihe von Gründen abhänge. Und da ist sie wieder, die Serie. Denn es heißt ab infinitarum rationum serie. Den gesamten Inhalt einer Serie aber vermag einzig Gott zu schauen oder zu durchschauen. Adeo solo per videri potest, heißt es, per videri meint hier tatsächlich ein Durchschauen, also ein ganz Durchschauen. Denn was beim Menschen in dieser Totalität ohnehin
aber zudem nur auf Erfahrung beruht, ist bei Gott ein Begreifen a priori ganz entscheidend, nämlich aus der Folgerichtigkeit seiner Wahl des Besten und seiner ganzen Erkenntnis. Leibniz erklärt nun, dass es ein genaueres Erwägen eben dieser Dinge gewesen sei, die ihn dazu gebracht habe, zwischen zwei Veritates zu unterscheiden, den Necessarias und den Contingentes. Bei den einen, den notwendigen, sind die Prädikate im Subjekt enthalten oder lassen sich in die ursprünglichen auflösen. Bei den anderen jedoch geht die Auflösung ins Unendliche, ist ein Progressum in Infinitum nötig. Progredior, vorrücken, weitergehen. Man müsste also ewig voranschreiten. Was bei Gott alles auf einen Schlag da ist, bedeutet für eine Analyse in der Zeit mithin ein unaufhörliches. Diese Wahrheiten sind kontingent und es sind auch nur diese Wahrheiten, die kontingent sind. Für Leibniz wäre ein Cäsar, der nicht über den Rubikon geschritten wäre, so findet sich dieser Gedanke ja dann am Ende der Theodizee entwickelt, Leibniz kommt mehrfach darauf, dem auch nur ein Haar fehlte, wäre nicht mehr dasselbe Individuum oder eben ein anderes mögliches Subjekt in einer anderen möglichen, aber nicht in der existierenden Welt. Also das heißt, mit jeder minimal kleinsten Änderung wäre man sofort schon nicht nur bei einem anderen Individuum, sondern auch in einer anderen möglichen Welt. Denn in dieser hatte Cäsar nun einmal genauso viele Haare zu einem beliebigen Zeitpunkt, wie er sie eben hatte. Aber man kommt nie zu einer vollständigen Auflösung, weil diese ins Unendliche weitergeht. Das führt nun zu dem allerdings nur scheinbaren Widerspruch, dass Gott zwar das Ende der Auflösung nicht sieht, so heißt es hier wörtlich, weil es ja kein Ende gibt. Was er aber sieht, ist, so Leibniz, wörtlich die Verknüpfung, was bedeutet die Art, in der das Prädikat im Subjekt eingeschlossen ist. Nun folgt an dieser Stelle in Leibniz' Argument ein Schnitt. Denn was einem unendlichen Gott möglich ist, ist unter den Bedingungen der Endlichkeit natürlich gerade nicht möglich. Deshalb leitet Leibniz den nächsten Absatz ein mit dem Kommentar: Für uns aber gibt es nur zwei Wege, um die zufälligen Wahrheiten zu erkennen. Der eine ist der der Erfahrung, der andere der der Vernunft. Nobis autem duis und vie relicte veritatis contingentes cognoscendi. Und genau an diesem Schnitt in Leibniz' Argument möchte ich ebenfalls einen Schnitt machen und der Frage nachgehen, was Leibniz mit dem Nobis meint, dem für uns, wenn es darum geht, mit den kontingenten Wahrheiten und das heißt mit der unendlichen Analyse umzugehen. Denn es ist ja überdeutlich geworden, die zufälligen, die kontingenten Wahrheiten, für deren Analyse es einer Unendlichkeit bedürfte, lassen sich zwar offenbar erkennen, aber eben nur über zwei vie relicte, wie es heißt. Auch hier meines Erachtens ein für Leibniz ganz typisches Wortspiel. Ich bin ja der Auffassung, dass Leibniz eigentlich unglaublich witzig ist und dass er sehr gerne mit Wörtern spielt. Und ich sehe hier ein solches Wortspiel, denn nicht nur ist etwas ganz Profanes und allzu Menschliches, sind die vie methodos im Sinne von Praktiken gemeint, sondern auch das prädikative relicte, das eigentlich hier nur heißt, ist auch zugleich das Relikt, und zwar das, was übrig bleibt. Und von der Unendlichkeit bleibt natürlich nicht viel übrig. Relicta kommt bekanntlich von relinquere, was sich mit verlassen, zurücklassen, aber auch aufgeben übersetzen lässt. Also hier ist das schon meiner Meinung nach so ein bisschen angedeutet, dass es hier um eine Art Aufgabe auch im Sinne von aufgeben geht. Aber nicht in einem negativen Sinne. Es geht also um eine Aufgabe, die per Definitionem etwas zurücklassen muss. Das ist eine der entscheidenden Voraussetzungen, meine ich, für Leibniz' Lösung des Infinitesimalkalküls. Und hiermit sind wir bei den Praktiken. Und unser Weg zu Leibniz' Umgang mit Fiktion geht deswegen auch noch einmal über die Mathematik, jetzt in einem ganz praktischen Sinne und deswegen natürlich auch wieder nur in gebotener Kürze über Leibniz' Differentialrechnung. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Teil, Pragmatik des Infinitesimalkalküls. Worum genau geht es nun in Leibniz' Infinitesimalkalkül?
Zunächst einmal weniger um Größen oder Rechenwege als vielmehr um eine Praxis und Form der Darstellung, dem Einsatz einer bestimmten Art der Notation, wie in der Forschung zu Genüge nachgewiesen. Und ich möchte hier ganz besonders auf die Arbeiten von Sibylle Krämer hinweisen, die sich damit immer wieder auseinandergesetzt hat und die hier maßgeblich ist. Dies zeigt sich exemplarisch in Leibniz' Debatte mit seinem Mentor Christian Huygens in der Zeit um 1675, in der es um eine Praxis der Abbreviation geht, die in der Form, in der sie bei Leibniz zum Einsatz kommen wird, so zu seiner Zeit nicht üblich war. Leibniz selbst erklärt immer wieder, es bestehe, Zitat Leibniz, ein großer Unterschied zwischen Größen- und Darstellungsformen, um zu betonen, wie viel tatsächlich an der Darstellung liege. Und so gilt auch bis heute als das eigentliche Novum des Differentialkalküls, wie es Leibniz elaborieren konnte, vor allem Form und Einsatz einer bestimmten praxeologisch und nicht etwa ontologisch oder epistemisch begründeter Notationstechnik. Bedenkt man, dass im späten 17. Jahrhundert mathematische Beweisführungen mitunter sogar noch wortreich ausformuliert wurden, wird deutlich, als wie entscheidend Leibniz-Interventionen hier tatsächlich gelten können. In einer späten Veröffentlichung von 1710 in den Miscellanea Berolinensia ad Incrementum Scientiarum bringt Leibniz sein Kalkül dann auch wie folgt auf den Punkt. Und das ist eine Glanzleistung, wie ich finde, der abkürzenden Erklärung. Ich habe Ihnen das jetzt hier auf eine Folie gesetzt. Da können Sie das sich genauer und länger anschauen. Ich werde nur den Anfang kurz vorlesen, weil das sonst, glaube ich, beim Vorlesen ein bisschen langweilig wird. Also da erklärt er, als erstes ist es also d, Klammer auf xy gleich y dx plus x dy, wie wir einst gezeigt haben. Und aus diesem einen Fundament, uno fundamento totus heißt es, kann der gesamte übrige Kalkül der Differenzen erklärt werden. Also den Rest erspare ich Ihnen jetzt. Ich erkläre das, soweit wir das hier brauchen. Also aus Zeit- und Umstandsgründen deswegen hier nur eine ganz kurze Erklärung. Auf engstem Raum findet sich hier in diesem Passus eine der kompliziertesten Rechnungen der frühneuzeitlichen Mathematik expliziert. Wobei expliziert schon ein Euphemismus ist. Aus einem einzigen Satz von nur 13 Zeichen lässt sich der gesamte übrige Kalkül der Differenzen ableiten. Alles stecke in der einen Grundformel d xy gleich y dx plus x. dy, was allerdings am Ende, Leibniz makes a long story obviously very short, dabei herauskommt, ist bemerkenswerterweise eine Größe oder eigentlich ein Gleichgewicht von zwei Größen, die sich beide dadurch auszeichnen, dass sie unvergleichbar kleiner sind, so heißt es in dem Text, und eben deshalb im Wortsinne zu einer Quantité negligible werden. Die ganze Pointe des Leibnizschen Differentialkalküls besteht dann darin, dass sich zwei nicht weiter benennbare Größen, genauer gesagt sind diese Größen weder endliche Zahlen noch unendlich kleine Größen noch nichts, die sich nur relativ dadurch auszeichnen, dass sie inkomparabiliter minor sind, gegenseitig in ihrer Unbenennbarkeit sich also aufheben. Leibniz setzt dafür die lange gebrauchten Notationszeichen dy, dx ein. Und eben diese neue, für die Differentialrechnung ausschlaggebende Notationsweise verstößt nun gegen lang gehegte mathematische Konventionen und das gleich zweifach. Auf den ersten Aspekt war schon Sibylle Krämer eingegangen, auf den zweiten Breger. Dazu sage ich gleich was. Zum einen hat das Zeichen dx keinen bestimmten Wert, ja nicht mal eine denotative Funktion. Das war die große Pointe von Sibylle Krämer. Aus einer unendlich kleinen Größe ist eine nicht mehr als Größe benennbare Figur geworden, die ganz in ihrer Zeichenhaftigkeit aufgeht. Schon vor Leibniz gab es den Ansatz, Infinitesimale nicht als Größen zu verstehen, sondern als Sequenzen, die sich in Richtung Null bewegen und die sich weder still noch darstellen lassen.
In dem Augenblick allerdings, in dem eine solche Sequenz, die sich Richtung Null bewegt, in eine Formel gebracht wird, geschieht etwas Eigentümliches. Das Notationszeichen steht nicht für eine Größe, sondern für einen abstrakten Vorgang. Für einen Vorgang zudem, und das ist die zweite unerhörte Begebenheit in Leibniz' innovativer Notationsweise, und das hat ganz brillant Breger entwickelt, und das scheint mir auch die eigentliche Pointe zu sein. Also für einen Vorgang zudem, und das ist die entscheidende Pointe, meine ich, der auch nie ausgeführt werden könnte. Denn eine Analysis ins Unendliche kommt naturgemäß nie auf den Punkt, schon gar nicht auf den einer infinitesimalen Größe. Damit verstößt, und zwar eben genau damit, Leibniz konsequent gegen eine mathematische Grundregel, die für Huygens noch unbedingt galt, und das war auch der Streitpunkt zwischen den beiden, die mathematische Kürzungsformel, das Kompendium, ist nur dann akzeptabel, wenn sich der Rechenweg auch ausschreiben und somit beweisen ließe, wenn er also bloß zu langwierig wäre, um ihn ganz zu entfalten. Und der Beitrag von Herbert Breger, in dem Sie das nachlesen können, heißt Leibniz Calculation with Compendia. Aus diesem in der Mathematik üblichen Kompendium wird im Falle des Infinitesimalkalküls bei Leibniz nun ein Shortcut, der nichts bezeichnet, was sich je explizieren, was sich je entfalten ließe. Das Zeichen bezeichnet nicht mehr eine Sache, sondern sie steht anstelle von etwas, was sich genau genommen nicht anders benennen lässt als über ein ad libitum. Da sich die infinite Sequenz auf keine finite Weise denken lässt, bleibt ihre Größe gleichsam in der Schwebe. Das Kompendium, das eben für diese unbenennbare Größe oder die beiden, die sich aufheben, die weder nichts noch etwas ist, gesetzt wird, folgt deshalb auch nicht mehr der Forderung nach möglicher Explikation. Damit löst sich die Abkürzung von der Fülle, für die sie steht. Sie wird absolut. Sie ist nicht mehr einlösbar und gerade deswegen kann man mit ihr rechnen und Aufgaben lösen, die sonst unlösbar blieben. Wie nicht anders zu erwarten, stößt diese neue Art zu rechnen oder zu notieren auf großen Widerstand und zwar noch weit bis ins nächste Jahrhundert hinein. Und Leibniz ist dann auch immer wieder missverstanden worden. In den mysteriösen Größen oder Nichtgrößen, mit denen im Infinitesimalkalkül operiert werde, sieht etwa George Berkeley nichts als Ghosts of Departed Quantities, Geister von Größen, die längst das Zeitliche gesegnet haben. Bei aller Anerkennung für die Richtigkeit der Ergebnisse, über die Berkeley sehr überrascht war, vermutet er fundamentale Widersprüche und er eifert sich über den möglichen mathematischen Schwindel. Wären die Größen, mit denen in den ersten Rechenschritten des Infinitesimalkalküls gerechnet wird, real, dann müsste sich am Ende aufgrund ihrer Fehlerhaftigkeit auch ein Fehler oder zumindest eine Ungenauigkeit ergeben, meint Berkeley. Da das jedoch nicht der Fall ist, sei das ganze Manöver höchst fragwürdig. Man könne nicht einen Fehler durch einen anderen ausgleichen, was Berkeley und viele andere verächtlich als Compensating Error abtut. Es entbehrt nun nicht einer gewissen Ironie, dass gerade in diesem eingebauten Doppelfehler die mathematikgeschichtlich entscheidende Intervention steckt. Denn was Leibniz für die Infinitesimalrechnung leistet, hat sehr viel damit zu tun, dass er dem Kalkül durch eine zweifache Eranz eben jenes Gespenst, das nicht nur Berkeley so viel Unbehagen eingeflößt hat, austreibt. Eben weil infinitesimale Größen gespenstisch unwirklich und ein Widerspruch an sich sind, ersetzt Leibniz eine Unmöglichkeit durch ein doppeltes, gewissermaßen fehlertolerantes Notationszeichen. Aus diesem Grund betont Leibniz immer wieder, er handle in seinem Kalkulus mit Größen oder Nichtgrößen, die man sich so groß oder klein denken kann, wie man will. Tam quam quis volet. Und was jetzt folgt, das findet sich so in der Forschung noch nicht. Eine Fictio mentis, so Leibniz immer wieder, die qua Notation in Gebrauch genommen werden kann, ohne deshalb tatsächlich etwas zu bezeichnen.
So kann Leibniz auch in einem Brief an de Bos vom 11. bzw. 17. März 1706 nicht ohne ironische Zwischentöne bemerken. Und jetzt kommt die nächste Folie. Ich, um philosophisch zu sprechen, stelle nicht mehr unendlich kleine als unendlich große Größen auf oder nicht mehr infinitesimale als infinituple. Ich halte beide nämlich, verkürzt gesagt, per modum loquendi compendiosum, für Erdichtungen des Geistes, mentis fictionibus, die für das Rechnen geeignet sind. Ich habe indessen bewiesen, dass diese Ausdrücke einen großen Nutzen haben, um das Denken abzukürzen. Und hier kommt dann eben nochmal das Kompendium. Und dass sie nicht in den Irrtum führen können, da es genügt für das infinit Kleine nur ein so kleines, wie man nur will, zu setzen. Weil, wie Leibniz zuvor selbst betont hatte, das Reden vom Infiniten als von einer Größe eben unbrauchbar ist, da es auf irgendeine Analogie gründet, das war ein Zitat aus eben demselben Brief, kann von infiniten Größen auch nur als Fiktio die Rede sein. Trotzdem aber kann Leibniz zufolge mit ihnen gleichsam in einer Fiktion zweiter Ordnung mittels Kürzung in einem Compendium cogitandi gerechnet werden, weil sie in dem Augenblick gar nicht mehr vorgeben, infinite Größen zu bezeichnen. Diese Fictio mentis macht sich bei Leibniz übrigens nicht zuletzt die Logik einer ganz unauffälligen und scheinbar ganz simplen Abkürzung zunutze, die in der Mathematik auch vor Leibniz allenthalben zum Einsatz kommt, nämlich die des etc. Es gibt wahrscheinlich kein Zeichen, keine Abkürzung, die man häufiger in Leibniz-Schriften findet. Mit einem etc. lässt sich eine Reihe von Zahlen oder Dingen abkürzen. Bei Leibniz stellt sich das etc. notorisch dort ein, wo Reihen eben nicht fortgesetzt werden können. Also ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein Zweiunddreißigstel etc., das wäre jetzt etwas ganz Typisches bei Leibniz, diese Reihe kennt durchaus kein Ende. Das etc. springt somit ein als eine Abkürzung für etwas, was nicht anders als in gekürzter Form zu haben ist. Wofür die Abkürzung steht, ist kein Ganzes, dessen Unendlichkeit oder Komplexität sie reduzieren würde, sondern Abkürzung und Abgekürztes sind gleich strukturiert. Eben weil oder wenn sich die abgekürzte Form auf kein ungekürztes und als solches referenzierbares Ganzes bezieht, spricht Leibniz von einem Compendium, Compendii. Ich war unglaublich stolz, als ich das gefunden hatte. Nicht nur spricht Leibniz immer vom Compendium, sondern in einem Streit mit Wolf, der ihm das vorwirft, sagt er dann, ja, eigentlich streng genommen ist das ein Compendium, Compendii. Also die Kürzung einer Kürzung. Und aus eben diesem Grund kann Leibniz den Vorgang, auf den sich sein Infinitesimalkalkül bezieht, auch als Fictio mentis bezeichnen. Und wir können die PowerPoint-Präsentation jetzt erstmal stoppen. Genau, vielen Dank. Und ich komme jetzt zum nächsten Teil. Die genannte besondere Form des Compendium, das mit einem Akt des Fingierens einhergeht, erfüllt nun bei Leibniz nicht nur ihren besonderen Zweck im Differentialkalkül, sondern just diese Technik des Fingierens, so möchte ich argumentieren, liegt auch anderen Praktiken und Umgangsformen mit kontingentem Wissen oder überhaupt dem zugrunde oder überhaupt dem, was bei Leibniz unter Kontingenz fällt. Ich möchte in der Zeit, die mir noch bleibt und natürlich unausweichlich in ganz komprimierter Form, auf einige weitere Beispiele, also nebst dem Differentialkalkül selbst eingehen, und zwar die geistige oder moralische Übung und damit im Zusammenhang die Sentenz, dann die enzyklopädische Wissenskompilation und die Exzerpierkunst. Mir geht es dabei in meinem Projekt insgesamt um den Nachweis, dass es bei Leibniz über die sogenannte symbolische Erkenntnis hinaus, also über die Cognitio Caeca, Leibniz selbst bezeichnet das so, und die in der Forschung zu Leibniz selbst, aber vor allem auch zu Baumgarten eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also dass es über diese Cognitio Caeca hinaus noch eine andere Form der Cognitio gibt,
die sich jedoch ganz grundsätzlich eben vom Praxeologischen nicht trennen lässt und die in den unterschiedlichsten Bereichen bei Leibniz zum Tragen kommt. Dazu gehört eben erstens über das Differentialkalkül hinaus, vielleicht bei Leibniz zentraler als oft vermutet, die Selbstsorge oder Praktiken des Einübens von moralischen Denkweisen und Handlungen, die nicht nur gutes Handeln, sondern auch menschliches Glück befördern sollen. Denn ähnlich wie in der Mathematik kann und soll auch in der Moral mit dem Prinzip des Kompendium umgegangen werden. Und ähnlich wie im Kalkulus kommt es auch hier auf pragmatische Weise zum Einsatz. Was in der Mathematik die unstatthafte Abkürzung leistet, kann in der Moral mittels der von ihm selbst sogenannten indirekten Einflussnahme erreicht werden. Das finden Sie in den Nouveaux Essais, in den neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Da wird das expliziert und da gebraucht Leibniz immer wieder dieses Vokabular des Indirekten. Eine Möglichkeit, indirekt auf das Selbst einzuwirken, liegt Leibniz zufolge in der einübbaren Gewohnheit. Denn diese macht sich die Wiederholung von mittelstarken Perzeptionen, so heißt es bei Leibniz, zunutze und hat oft die Wirkung eines starken Eindrucks. Nun kann aber nicht nur die Gewohnheit, sondern auch die Maxime oder Sentenz dazu dienen, Eindrücke zu verfestigen. Denn die Maxime erfüllt nicht zuletzt die Funktion, Zitat, das Gedächtnis von einer Menge besonderer Vorstellungen zu entlasten. Da im moralischen Handeln nicht jedes Mal alle Grundsätze hergeleitet werden können, sondern ein gewisses Wissen über gutes Handeln sogar angeboren ist, wenn es auch nur auf ganz verworrene Weise in den Petites Perceptions noch fortwirkt, erfüllen einfache, aber einprägsame Sätze die Funktion, etwas Vielfältiges in eine einfache semantische Einheit gebracht wieder in Erinnerung zu rufen. Diese nämlich sollen nichts Neues lernen, sondern nur Anlass, nichts Neues lehren, also die Maximen oder Sentenzen, sondern nur Anlass geben, das bereits Gewusste in Erinnerung zu rufen. Es geht also darum, gleichsam, wenn man das so sagen will, in Form von Flash-Memories oder Flash-Images, Angeborenes oder zuvor intensiv Gedachtes oder Gewusstes mit einem Schlag zurückzuholen, nicht zuletzt, damit es wirken kann. Je kürzer und plastischer die Abkürzung, desto effektiver kann sie sein. Leibniz kommt mehrfach auf die bekannten Vergleiche oder Beispiele, die etwa das Wahrnehmen von Sandkörnern und Wassertropfen betreffen, wenn es darum geht, die Funktionsweise und das Wirken der Petite Perception zu beschreiben. Da nicht alles gedacht und analysiert werden und auch nicht alles Gedachte ständig wieder durchdacht werden kann, besteht alle Erfahrung letztlich auf dem Prinzip der Abkürzung. In eben diesem Sinne kann auch das Eingeübte, das, woran man sich gewöhnt hat, für Leibniz als eine Abkürzung gelten. Die Fäden und Falten des ganzen komplexen Gedankens, die zur Einsicht geführt haben und schließlich zu der Sentenz oder Gewohnheit geronnen sind, die bei der nächsten Handlung dann das scheinbar freie und entscheidungsfindende Denken buchstäblich überspringen, sind zwar in einer langen Kette der Assoziation noch vorhanden, aber gleichsam hinabgesunken auf die Ebene der Petite Perception, die nur mehr halbbewusst oder ungedacht vorhanden sind. Das bedeutet dann allerdings auch, dass das Kompendium, die Sentenz, die Gewohnheit, die mathematische Formel gleichermaßen auf etwas verweisen, was sich nie ganz entfalten ließe. Es ist vielmehr das Auslassen oder die Abwesenheit der Totalität allen Wissens und aller Eindrücke, die ihren eigenen Zweck erfüllt. Entscheidend ist bei diesem Leibnizischen Konzept des Kompendium mithin der Vollzug, der Akt des Gebrauchs. In pragmatischer Hinsicht strebt diese Form der Verkürzung konsequent und absichtsvoll eine Nicht-Repräsentation an. Das Sein, wenn man das so sagen will, auf das es hier ankommt, ist gleichsam das des Verfahrens, des Vollzugs. Und zwar im Infinitesimalkalkül nicht weniger als in der Moral. Dieses Prinzip, dieser Umgang mit dem kontingenten Wissen, und ich komme jetzt zu dem nächsten Kapitel, zum Enzyklopädischen, lässt sich drittens an Leibniz vielfachen Versuchen beobachten, groß angelegte Enzyklopädien ins Leben zu rufen.
Freilich gingen Leibniz' ambitionierte Projekte nie über den Status planender Entwürfe hinaus. Es finden sich unter seinen Zetteln und Briefen unzählige Bittschriften an unterschiedliche Regenten, die allesamt verfasst in vorbildlicher Antragsprosa detailliert Methoden, Modelle und Zeitpläne der Durchführung angeben. Gerade an diesen Anwürfen lassen sich jedoch Leibniz' eigene Praktiken im Umgang mit kontingentem Wissen besonders gut zeigen. Diese stehen einmal mehr unter dem Vorzeichen des Kompendium. Denn worum geht es Leibniz vornehmlich? In einer bislang wenig beachteten Aufzeichnung für die Audienz bei Kaiser Leopold I., die Leibniz wohl im August oder September 1688 verfasst und von der er übrigens selbst auch noch ein eigenes Exzerpt in Form einer Synopse angefertigt hat, erklärt er, Zitat, die Wissenschaft sei der rechte Thesaurus generis humani. Allein dieser Thesaurus werde nicht gebührend administriert, noch wohl angewendet. Und geht es damit wie mit einer großen Bibliothek, die man nicht vermehret, nicht in guter Ordnung und richtigen Inventariis halte und endlich nicht brauchen noch lesen wollte. Zitat Ende. Alles komme also auf das Sammeln und Inventarisieren, das Zusammentragen und Ordnen an. Abhilfe ist vonnöten. Und Leibniz ist trotz der ungeheuren Megalomanie seines Vorhabens davon überzeugt, dass, Zitat, wir in wenigen Jahren einen Thesaurum inestimabilem Sammeln und Laborum Nostrorum noch selbst genießen können, sofern seinen Plänen Folge geleistet werde. Jetzt müssen wir wieder zurück. Entschuldigung, Frau Kreuzburg, das hätte ich vorher sagen sollen. Jetzt kommt wieder eine Folie. Genau, jetzt kommt die nächste Folie. Genau, die davor. Genau. Halte demnach dafür, dass in wenigen Jahren durch Kooperation notiger Personen und doch mit leidlichen Kosten, ja vermittels der hernachfolgenden Anstalten, mit Gewinn zu gelangen, erstlich zu Inventaris und Enucleatione des Besten, so sich in Büchern findet, weilen vor 800 Jahren ein Patriarch zu Konstantinopel namens Photios etwas dergleichen wie wohl unvollkommen traktiert, auch die Kaiser Leo Philosophus und Konstantinus Porphyrogenita zur selben Zeit vorgehabt, davon noch einige Fragmenta Exceptorum vorhanden. Zu den Maßnahmen, die Leibniz vorschlägt, gehört nun bemerkenswerterweise und an erster Stelle nicht nur das Anfertigen von Inventaris, sondern auch das Erstellen einer Enucleatio, wie er es nennt, ein Extrakt, buchstäblich ein Inuze. Dieses wiederum soll aufbauen auf den Fragmenten der Exzerpte, die noch von Konstantinus Porphyrogeneta überliefert sind. Weiterhin schlägt er vor, jetzt kommt die nächste Folie, hieraus wäre nun eine Encyclopaedia Realis zu fassen und sonderlich per modum Atlantis cuiusdam universalis, dabei aber sowohl ein Atlas minor universalis als auch ein kleines Manual ad usum communem vitae, darin der Kern dessen, so die Menschen zu wissen und am nötigsten zu brauchen haben, ein in gewissen Figuren, Tabellen und Hauptmaximen zu begreifen. Bemerkenswert ist an diesen Vorschlägen von Leibniz, es geht nicht darum, aus dem Ganzen eine Art Konzentrat zu gewinnen, um dies dann in unterschiedlich kurzen oder gekürzten Formen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also der Plan ist gerade nicht, erst das vollständige Werk anzufertigen, um dann eine Abbreviatur zu erstellen. Vielmehr soll angesichts der Unermesslichkeit der Aufgabe mit dem Kompendium, also mit der radikalen Kürzung, begonnen werden. Und jetzt kommt die nächste Folie. Dergleichen Atlas minor universalis, voll notiger Figuren und das kleine Enchiridion humane cognitionis konnten auch vor Absolvierung des großen Werks ziemlich abgefasst werden. Auch hier zeigt sich, dass unter den Bedingungen der Vorläufigkeit die Idee keinesfalls darin besteht, von einem Ganzen auszugehen, dass es dann zu kürzen gelte,
sondern vielmehr vom Resultat des komprimierten, gekürzten und das heißt vom Kompendium selbst, hier vom Atlas Minor oder dem kleinen Enchiridion. Wie aber soll das vonstatten gehen? Hier hilft ein Text, den Leibniz ebenfalls nie veröffentlicht hat und der in der Akademieausgabe unter De uso artis combinatorie prestentissimo qui est scribere encyclopediam abgedruckt und auf den Sommer oder Herbst 1678 datiert wird. Hier erklärt Leibniz, und jetzt kommt die nächste Folie, das müssen wir jetzt überspringen. Entschuldigung. Ich überspringe nur das Lateinische, aber das Deutsche finden Sie direkt drunter. Das ist ein Übersetzungsversuch, den Sie natürlich auch gerne kritisieren können. Da es unendlich viele mögliche Sätze gibt, muss man am meisten die schönen Theoreme notieren. Oder auch, wenn aus den sehr vielen und schon sehr oft behandelten ein sehr kurzes hervortritt. Auf gleiche Weise ist mit den unendlichen vollständigen Reihen von Theoremen zu verfahren. Auf gleiche Weise sind die Problemata zu notieren. Und aus den übrigen sind diejenigen herauszuschreiben, also zu exzerpieren, die für den Fortschritt der Erkenntnis nützlicher sind. Aus den mannigfaltigen Zufällen oder Umständen oder auch Kontingentem, sind diejenigen herauszuschreiben, die etwas Einmaliges oder vor anderen Bestimmtes enthalten, wie etwa, wenn es um die Maxima oder die Minima geht. Was soll im Kompendium im Atlas Minoris aufgenommen werden? Leibniz wirft diese Frage immer wieder auf. Wie kann angesichts der unendlich vielen Sätze ein Anfang gemacht werden? Woher soll das Wissen um Priorität genommen werden, wenn das Wissen nie ganz vorliegt? Leibniz' Kriterien sind dabei nicht nur schön, nützlich, bestimmt und besonders, sondern eben auch kurz. Zudem schlägt er tatsächlich in immer wieder abgewandelter Begrifflichkeit vor, inmitten der unendlich verknüpften Mannigfaltigkeit kontingenten Wissens einen Anfang zu fingieren. Und jetzt kommt das nächste Zitat. Genau, wieder oben sehen Sie das lateinische Original, darunter ein Übersetzungsversuch. Wenn wir nach etwas suchen, in dem manche Dinge miteinander verknüpft sind, werden wir versuchen, eine Art Ursprung zu ersinnen, also fingieren, die beiden Dingen gemeinsam ist. Auf diese Weise werden wir etwas Ganzes suchen, das sich in beide unterteilen lässt oder eine einzige Bewegung, bei der beide gleichzeitig in Erscheinung treten, oder eine dient zur Beschreibung der anderen. Wie im mathematischen Kompendium im Falle der Differentialrechnung, man kommt voran oder kann einfach irgendwo beginnen, wenn mit zwei noch unbekannten oder noch nicht weiter bestimmten Größen gearbeitet wird, die sich doch an einer zu eruierenden Stelle begegnen. Man kann oder genauer, nur so kann man. Und auch hier bedarf es einer Fiktion. Und zwar in diesem Falle der eines willkürlich gesetzten Anfangs. Und damit komme ich zu meinem vorletzten Kapitel zur Exzerpierkunst. Was sich bei Leibniz im Umgang mit der Enzyklopädie zeigt, hängt dann drittens und letztens mit einer weiteren Kunst des Kürzens zusammen, wie die letzten Zitate bereits angedeutet haben, der im 17. Jahrhundert vielfach diskutierten Ars Exzerpendi. Und Frau Kreuzburg, Sie können zur nächsten Folie übergehen. Auch beim Exzerpieren muss abbreviiert werden, auch beim Exzerpieren müssen im Gestrüpp der unzähligen Bücher und zirkulierenden Ideen Schleichwege gegangen werden, Texte dergestalt komprimiert werden, dass von ihnen nur noch übrig bleibt, was sich auf den Punkt oder unter Stichwörtern rubriziert wiederfinden oder suchen lässt. Leibniz, der nicht nur unzählige Anträge für enzyklopädische Wissenskompendien schreibt, sondern sich auch für die Einrichtung systematischer Bibliotheksordnungen, siehe die Herzog-August-Bibliothek, in der ich mich virtuell befinde, eingesetzt hat und alles getan hat, um aus dem Nachlass von Martin Vogel, der auch den von Joachim Jungius einschloss, an eine Nachbildung von Plakius Exzerpierschrank zu kommen. Das finden Sie auf der nächsten Folie. Genau, das ist der berüchtigte
Extirpierschrank nachgebildet, also bei Plakius so ausgestellt, der als berüchtigter Leibniz-Schrank in die Geschichte der Extirpiertechnik eingegangen ist, bis heute gleichwohl unauffindbar bleibt. Also alle scheinen ihn gehabt zu haben, bis auf Leibniz, aber trotzdem heißt er der leibnizische Extirpierschrank. Eben dieser Leibniz hatte mit dem Extirpieren und Verzetteln so seine Schwierigkeiten. So räumt Leibniz selbst nicht nur ein, dass es die unendlich vielen kleinen Dinge seien, die ihn von dem abhalten, worauf er sich gerne konzentrieren würde, sondern auch, dass es ihm zu zeitaufwendig sei, sein Chaos von Schmierpapieren zu verarbeiten und seine Notizzettel mit rubrizierenden Überschriften zu versehen, um sie sinnvoll ordnen zu können, wie er in einem Brief an de L'Hôpital wohl um 1693 selbst zugibt. Und jetzt kommt die nächste Folie. Ach so, nein, Entschuldigung, dann, das habe ich dann nicht auf einer Folie. Ich lese Ihnen ganz schnell vor, dass, ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, das ist es nur auf Französisch, weil es so schön ist. Quand j'ai fait quelque chose, je l'oublie presque entièrement au bout de quelques mois et plutôt que de le chercher dans un chaos de bruyant que je n'ai pas le loisir de digérer et de marquer par rubrique, je suis obligé de faire le travail tout de nouveau. Leibniz fiel es offenbar schwer, den Methoden der Extirpierkunst zu folgen und das gesammelte Wissen zu rubrizieren und zu ordnen, wie er es hier ja genau gesagt hat. Marqué par rubrique, eben das fällt ihm schwer. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln von der ungeheuren Zettelwirtschaft, wie sie sich bei Leibniz vorfindet, zeigen wir Ihnen im Eilschritt ein paar exemplarische Zettel oder Heftseiten, die zum Teil aus Schriften, zum Teil aus Exzerpten stammen. Sie sehen hier, und das muss ich jetzt leider frevelhaft kurz machen, verschiedene Formen des Schreibens, Exzerpierens und Glossierens. Man sieht, dass Leibniz oft Ränder lässt, die der Korrektur, aber auch dem Exzerpieren dienen, und zwar zum Teil des bereits Exzerpierten, sowie Selbstglossen. Die stehen dann auch oft am Rand. Und dann sieht man auch, dass Leibniz seine Blätter oft so faltet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf diese... Ja, hier sieht man das gut. Da sehen Sie die Faltungen, dass er seine Zettel oft so faltet, dass man annehmen kann, dass er daraus diese Skede, diese Karteizettel machen wollte. Nun möchte ich nur einen Aspekt hervorheben. In sämtlichen Arbeiten zur Geschichte der Extirpierkunst von Zedelmeier über Krajewski und Anne Blair wird immer wieder oder mehr oder weniger lakonisch mit Verweis auf das oben genannte Chaosbekenntnis von Leibniz selbst betont, dass sich Leibniz an keine der Methoden gehalten habe, die im 17. Jahrhundert von Drexler, Keckermann, Martin Vogel und vielen anderen, vor allem aber eben von Vincent Plakius entwickelt wurden, und die Leibniz zu Genüge bekannt waren. Deshalb möchte ich für heute nur darauf aufmerksam machen, dass Leibniz durchaus eine bestimmte Methode verfolgt, und zwar eine, die sich bei keinem anderen als bei Plakius selbst findet. Dazu nur ein Passus aus Plakius De Arte Excerpendi, und das müsste die nächste Folie sein. Oh, nee, da ist das Zitat von eben, okay, die Folie danach, genau. In der Zwischenzeit, so heißt es bei Plakius, aber wird das, worüber Zweifel besteht, fürs Erste auf eine Skeda Memoriale oder in ein sogenanntes Libellum Rhapsodicum, das man immer zur Hand haben sollte, hingeworfen werden können. Diese Hefte oder Zettelfaszikel, also Aktenbündel, können unterteilt werden in Exzerptenhefte, die nach Disziplinen geordnet werden, dergestalt, dass alles Zusammenpassende, also alles zusammenpassende Wissen, in einem Moment, in dem es einem am günstigsten, also opportun ist, gleichzeitig auseinandergelegt oder neu geordnet werden können. Bemerkenswert ist, dass Leibniz, wie mir scheint, eben genau nach diesem Prinzip des Interim vorgeht. Denn mit dem Akt des Setzens oder Fingierens von Anfängen ergibt sich natürlich auch das Problem, dass Ordnungen immer wieder neu zu disponieren sind. Entscheidend ist also, eine Praxis for the time being zu entwickeln, eine Praxis, die den Dauerzustand des Interim, der zugleich einer der Fiktion ist, auszuhalten vermag. Eine Praxis, die angesichts des kontingenten Wissens
und damit der unendlichen Analyse, die mit den ganzen Singularien und Kleinigkeiten, die dennoch alle ihren Platz in der aktuellen Serie des Universums haben, fertig wird und ihren konstruktiven Umgang mit ihnen findet. Ich weiß, dass das jetzt eine Tour de Force war und noch ist, aber ich denke, vor dem Hintergrund von Leibniz' Umgang mit Kontingenz, der immer auch ein Rechnen mit Fiktion ist, lohnt sich noch der wenigstens kursorische Blick auf Fortschreibungen in der Romantheorie, immerhin der Theorie einer Literatur, die bei Leibniz den entscheidenden epistemischen Umbruch hervorgerufen hatte, also in der Romantheorie des 18. Jahrhunderts. Fortschreibungen, die Leibniz, wenn man das so sagen will, sowohl endlos weiterführen, als auch um Wesentliches kürzen. Deshalb zum Schluss noch ganz kurz zu Blankenburg. Denn dem Romanautor komme keine geringere Aufgabe zu, verordnet der preußische Offizier Friedrich von Blankenburg in seinem Versuch über den Roman von 1774 als, Zitat, die 1000 Kleinigkeiten, die ein Individuum zu dem gemacht haben, was es geworden ist, im Roman detailliert zu erzählen. Will der Romanautor die völlige runde Gestalt eines Individuums darstellen, so müsse er auf die kleinen Züge eingehen, die kleinen Züge, die einen Charakter ausmachen. Ohne diese kleinen und kleinsten Züge sei, Zitat, jeder Charakter ein dürres Skelett. Er lässt sich als denn ebenso wenig sinnlich gedenken als das Quadrat des Mathematikers, meint Blankenburg. Den überzeugenden Roman macht mithin für Blankenburg keineswegs die Darstellung des Großen aus, sondern die Rekonstruktion all jener kleinsten Vorkommnisse und Details, die dazu führen, dass ein Charakter so und nicht anders fühlt und handelt. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Zitat aus Blankenburgs Versuch. Bei den auf uns wirkenden Ursachen vermöge, deren ein gewisser Gemütszustand so und auf diese Art erfolgt, kommt es nicht allein auf die auf uns wirkende Ursache an, sondern auch auf den damaligen Zustand unserer Gemütsfassung und auf 1000 Kleinigkeiten mehr, die alle zusammenkommen müssen, wenn eine gewisse Wirkung erfolgen soll. Die ganze vereinte und ineinander geflossene Summe unserer Ideen und Empfindungen, der Zustand unseres Körpers, Krankheit oder Gesundheit, Gesellschaft und Wetter und viele namenlose, dem Ansehen nach sehr unbedeutende Dinge, können diesen Gemütszustand mehr oder weniger günstig gestimmt haben, sodass der Ton erfolgt oder nicht. Blankenburg vergleicht das menschliche Gemüt hier mit einem sensiblen Instrument, das durch tausenderlei kleine Umstände, wie etwa die Wetterverhältnisse, in Stimmung oder Verstimmung geraten kann. Diese Kleinigkeiten minutiös wiederzugeben, die das Gemüt in seiner Verfassung ausmachen, das sei die Herausforderung, der sich der Romanautor, will er als ein solcher gelten, zu stellen habe. Nun ist diese Aufgabe aber, wie der Passus bereits andeutet, von großer oder genau genommen unendlicher Schwierigkeit. Denn die Summe unserer Ideen und Empfindungen, darüber besteht kein Zweifel, ist unendlich groß. So heißt es unmissverständlich an anderer Stelle in Blankenburgs Versuch. Und man achte auch auf die Interpunktion. Und jetzt kommt die nächste Folie. Dichter heißen so gerne Schöpfer. Ich glaube, dass sie nur dann diesen Namen verdienen, wenn sie ihren Werken so viel Ähnlichkeit, als es möglich ist, mit den Werken des Uneingeschränkten zu geben wissen. Wenn wir eingeschränkten Geschöpfe unsere Kraft anstrengen, um das All, so viel wir vermögen, zu übersehen, so entdecken wir, dass in diesem Ganzen nichts um sein Selbstwillen da, dass, so wie jede Begebenheit ihre wirkende Ursache, Wir sehen eine bis ins Unendliche fortgehende Reihe verbundener Ursachen und Wirkungen. Ein ineinander geschlungenes Gewebe, das, wenn es auseinander zu wickeln wäre, ganz ununterbrochen einen Faden enthielte oder vielmehr dessen verschiedene Fäden sich alle in einen Anfang, die Weisheit des Schöpfers, vereinen und dessen Ende vielleicht in unserer höheren Vervollkommnung, Pünktchen, 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 doch wer kann dies, wer kann das Ganze übersehen? Das Universum, das Blankenburg denkt, folgt, wie eigenwillig auch immer, leibnizischen Ansätzen, wie in der Forschung mehrfach festgestellt wurde.
Diese Welt besteht aus einer unendlichen Zahl kleinster Begebenheiten, die alle wiederum auf unendlich mannigfaltige Weise miteinander verknüpft sind, ganz im Sinne der Serie. Diese unendlich in sich gefaltete Welt kann kein Mensch je auseinander dividieren. So lässt sich lediglich im Konjunktiv von einem ununterbrochenen Faden reden. Überblicken und umfassen kann diese Unendlichkeit nur ihr Schöpfer selbst. Obgleich natürlich bei Blankenburg bei einer gewissen Anstrengung menschlich mehr möglich ist als bei Leibniz. Wie aber soll dann der Romanautor der Wirklichkeit je gerecht werden können? Wie kann er sub specie mortalitatis eine unendliche Welt so darstellen, und das heißt notwendigerweise in Endlichkeit überführen, dass dennoch die Unendlichkeit der kleinsten Umstände zum Ausdruck kommt? Blankenburgs Antwort auf diese Frage ist zunächst denkbar einfach. Um der Unendlichkeit der kontingenten Singularien gerecht zu werden, sollte sich der Autor einen Ausschnitt der Wirklichkeit widmen, wie er an späterer Stelle erläutert. Nur führt dieses Vorgehen zu keiner Lösung. Denn selbst wenn sich der Dichter nur auf eine einzige Geschichte und damit einen kleinen Auszug aus dem Ganzen konzentriert, würde er dennoch mehr Raum benötigen, wenn er tatsächlich anschaulich erzählen will, also zu viel Raum. Und die Textstelle aus Blankenburg erspare ich Ihnen jetzt. Mit der Selbstbeschränkung auf einen Ausschnitt ist also letztlich nichts gewonnen. Denn man kann die Geschichte, um es mit Leibniz zu sagen, so klein oder groß aufziehen, quam vis velit, der Abstand zur Unendlichkeit der darzustellenden Welt bleibt unendlich groß, was den Blankenburgs Versuch auch durchaus zur Reflexion oder eher zur Darstellung bringt. Und vielleicht kann man das auf der nächsten Folie besser sehen, genau. Wenn Blankenburg formuliert oder besser, dessen verschiedene Fäden sich alle an einen Anfang, die Weisheit des Schöpfers, vereinen und dessen Ende vielleicht in unserer höheren Vervollkommnung, und da sehen Sie hier auch die drei Pünktchen sehr schön, Pünktchen, 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 doch wer kann dies, wer kann das Ganze übersehen? Alludiert er eben den Abstand, der zwischen jeder Darstellung, auch der detailliertesten, und der Wirklichkeit klafft, und zwar eben in den Auslassungspunkten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Diese markieren die Unmöglichkeit, in die Endlichkeit zu übersetzen, was sich dem menschlichen Blick notwendig entzieht. Gerade darin allerdings, in der Unvollständigkeit der Darstellung, also gleichsam ihrer Unstatthaftigkeit, liegt am Ende dann doch eine Art Lösung, die allerdings Blankenburg selbst kaum reflektiert. Ist der Roman nämlich eine Art Kompendium der Welt, so ist diese Welt selbst wiederum nichts, was je zur Gänze erfahren werden könnte. Verkürzt gesagt, die Welt selbst lässt sich immer nur in abgekürzter Form erfahren. Insofern ist die Insuffizienz des Romans, der immer zu kurz ausfällt, am Ende gar kein Manko. Wenn Blankenburg indirekt zu verstehen gibt, dass sich lediglich die Tatsache der unendlichen, netzartigen Verknüpfung aller Dinge denken lasse, nicht aber die unendliche Verkettung selbst, liegt dieser Schluss jedenfalls nahe. Und so lässt sich in Blankenburgs Romantheorie eine ähnliche Figur beobachten wie in Leibniz' Praktiken im Umgang mit dem Differentialkalkül, der Übung, den Exzerpten etc. Dass der Roman bei aller noch so kleinteiligen Entfaltung der Singularien stets abbrechen muss, bevor er mit seiner Darstellung zu Rande kommt, ist gerade das, was ihn zur Darstellung einer unendlich komplexen Welt überhaupt befähigt. Zugegeben, Blankenburg reflektiert das so nicht. Vielmehr vergleicht er den Romanautor mit einem Schöpfergott, der die Unendlichkeit dann doch auf eine Weise schauen können müsste. Aber es ließe sich dann mit Leibniz sagen, dass dies eben die Fiktion seiner Konstruktion ist. In diesem Sinne breche ich an dieser Stelle natürlich unstatthaft abrupt ab, allerdings mit dem sicher von allen begrüßten Ergebnis, dass auf diese Weise zwar nicht Leibniz, aber doch mein Vortrag zu einem Ende kommt. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und es gibt noch eine letzte Folie.